Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in das Boot. Das schwarze Auge. Tja. Ziehen wir hier ein bisschen missmutig herum, ne? Randariel, ist es kalt? Frostblasen? Was war denn eigentlich hier drüben? War alles geklärt, ja, ne? Ich glaube, es war hier drüben alles geklärt. Da waren wir schon mal. Ein einfaches Haus. Waren wir da drin schon mal? Ich glaube schon. Ne? Na komm rein, Jure! Tönt es uns entgegen. Seit wann klopfst du denn? Beginnt der Blondschopf lachend, ehe er aufblickt und uns überrascht mustert. Haben wir das schon mal? Haben wir das schon mal? Dass ihr nicht Joris seid, ist uns schlagartig genauso bewusst wie ihm. Seine Finger, gerade noch damit beschäftigt, das löchrige Fischnetz auszubessern, ruhen. Bei Svafnir, entfährt es ihm. Was seid ihr denn für Gestalten? Er bemerkt das stattliche Entermesser, die Klinge, sorglos. Ah ne, wir, Entschuldigung. Ja, er kann es ja nicht bemerken, weil das wäre dann... Obwohl, die könnten es eigentlich abfragen, ne? Und könnten es dann einfach einsetzen. Das konnte man bei Neverwinter. Und da habe ich das... Ich habe ja mal gemoddert für Neverwinter. Und das ist mir ja leider ein Festblatt. Ich trauere jetzt noch nach, ne? Und dann konnte man genau... Konnte man abfragen, was die haben. Und konnte das dann im Text hier einbauen, ne? Fand ich gut. Naja. Also, wir bemerken das stattliche Entermesser, die Klinge sorglos in den hölzernen Tisch gerammt. Aber das hatten wir ja irgendwie schon mal. Hier wohnt der Wend. Wend, Wenderson, bin ich, spricht der Blonde, ohne unsere Antwort abzuwarten. Er deutet auf das Entermesser. Das ist Gunthild, fährt er fort. Ungebetene Gäste mag sie gar nicht. Er runzelt die Stirn. Wen die Gunthild nicht mag, den mag auch der Wend nicht. Ja, aber es nützt ja nichts, wenn wir uns jetzt hier mit jedem schlagen, oder? Macht denn unsere Truppe? Was würde sie denn machen? Ich meine, Grom würde jetzt... Ah, obwohl, Grom ist auch... Ja, sie sind schon ein bisschen jähzornig. Ist eine jähzornige Truppe. Die springen schon drauf an, ne? So ist es nicht. Ist eine ganz jähzornige Bagage hier. Also los. Was sagst du, Bulwal? Wir waren doch schon mal hier. Wollen wir ihm endlich mal einen aufs Maul hauen? Na dann, sind eh nur Piraten, oder? Was heißt nur Piraten? Wer weiß, wie ihnen das Leben mitgespielt hat. Wahrscheinlich ist der so gut. Wir sind eine ganze Truppe gegen einen Pirat. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Entweder ist der so super. Ich bin jetzt schon ein bisschen sorgenvoll, um ehrlich zu sein. Achso, du hast noch dein... Warum sagst du nichts? Ne, lass mal die 18. Mach mal so. Und... Ach komm, schieß mal. Manchmal trifft sie ja. Ja, aber der erste Schuss geht immer daneben. Deswegen, ne? Der erste Schuss geht immer daneben. Deswegen. Wollen wir ihn mal rankommen lassen, oder? Grom stelle ich mal hier hin. Und so, dann, ich mach nochmal. Schade. Da kommt er. Und? Wie fällt sein... Nee, eigentlich gar nicht, ne? Dann stellen wir mal trotzdem wieder um auf aggressiv und los. Wie viel hat er denn? Wahrscheinlich tausende von Leben. Bleib mal.
Gehen wir eins rum. Dann kann sich nämlich Dex noch dorthin stellen. Hallo? Hä? Was denn jetzt? Warum kannst du den nicht... Ach so! Ja, das habe ich vergessen. Ja, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Es tut mir leid. Ja, da bin ich jetzt. Mist. Oh, wie viel? Ein können wir ab. Ich habe schon gedacht, er ist schon tot. So, damit kannst du noch nichts reißen, mein Freund. Ja gut, wenn der jetzt hier drauf hackt, müssen wir natürlich mal schauen. So, Ariel stellt sich mal hier hin. Und es ist so ruhig, ne? Ja, ich hätte vielleicht doch, um ehrlich zu sein... Ich schau noch mal, auf wen er schlägt. Jetzt schlägt er auf Dex. Und gewaltig, ne? Das ist natürlich übel. Ah, jetzt kommt Musik. Vielleicht trotzdem mal ausgeglichen und wir schauen mal, wie er weiter schlägt. Der ist gut. Der ist hundertprozentig super. Könnte ich wetten. Oder wir müssen Rockloff und zumindest mal einen Blitz die Find. Wisst ihr? Wäre doch auch mal was. Treffen, ne? Wir schauen mal, ob wir hier im im aggressiven Modus kann der... Oh, sehr gut. Aha. Rockloff, versuch mal du einen Blitz... Wie ist denn eigentlich dein Blitz, dich find? Ich glaube, der ist auf die Distanz, soweit ich mich noch erinnern kann. What? 1 bis 18? What? Ja, warte mal, dann kannst du doch... Kampf? Blitz? Fulmenfickalina! So sieht's aus. Fulmen, Dekita! Ist das ein Blitz? Echt? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sprüche lauteten. Ich habe mal die Original. Ich habe mal die alte Sternenschweif-CD drauf, ne, auf meinem Computer. Und die alten Zauber. Wir können da mal wieder wechseln. Können wir schauen, was besser ist. Ob es die alten Zauber sind oder vielleicht... Obwohl ich von den neuen Zauber gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Wenn ich es recht bedenke. Hier könnte noch jemand hin übrigens. Aber... Was weiß ich schon. Was weiß ich schon. Wenn sie treffen würden, wäre es natürlich super. Komm, Ariel, wenigstens du. Naja. Der hat's abgesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Trifft er nicht, weil er nicht trifft? Oder trifft er nicht, weil er den... Finde ich Blitz drauf hat. 17, wow. Was hat denn der? Ein Netz. Netz ist gar nicht so schlecht, davon abgesehen. Ein Entermesser hat er auch noch. Ariel? Obwohl du... Ne? So, und du? Auch in Ordnung. Wir haben noch gar kein Netz, ne? Wurfwaffe. Kann man den dann... Der Netzwurzel... Der muss eine Befreiungsprobe machen. Ist eine Wurfwaffe. Wir könnten das mal machen. Bist du wurfwaffenmäßig drauf? Würde ich doch gern mal wissen. Doch, du kannst gut Wurfwaffen. Würde mich echt mal interessieren. Aber dann denke ich wieder nicht dran, ne? Ist ja klar, ne? Dass ich da nicht dran denke. So, das war's, oder was? Oder wie? Ah, keiner öffnet uns. Ah. Ja, der Wendt. Das war dann wohl der Wendt. Ich hab gedacht, vielleicht sagt er uns ja was über diese... Wenn er da niederliegt. Aber wir haben ihn gleich ganz fertig gemacht. Ich
finde es nicht gut, aber was soll ich sagen? So, was haben wir denn jetzt nochmal hier? Das Haus der Kapitäne. Naja, das wäre schon, ne? Da müssten wir vielleicht trotzdem mal rein. Würde ich beinahe behaupten. Pass auf, du, meine Freundin, du wirst dich jetzt mal heilen. Zehn. Balsamum. Nö. Balsamum. Boah, das ist schrecklich. So, und jetzt gehen wir ins Haus der Elemente. Nee. Wo ist es noch? Wo ist es nochmal? Hier, oder? Ja, okay. So. Als wir das Haus betreten, hören wir einen lauten Streit. Und ich sag euch, wir hätten ihn gleich aufknöpfen sollen, als wir die Gelegenheit dazu gehabt haben. Ach, du warst es doch, der ihn unbedingt als Steuermann an Bord haben wollte. Na, wer konnte denn ahnen, dass seine Geschichten allesamt erfunden sind? Ihr seid beide dran schuld. Wer vertraut schon jemanden, der bei jedem Schritt klimpert wie ein reicher Pfeffersack? Die Gespräche verstummen abrupt, als wir uns nähern und uns die streitenden Kapitäne bemerken. Misstrauisch begutachten sie uns, während die Wachen im Hintergrund zu ihren Säbeln greifen. Na, wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir sind hier, um euch von euch... Na, ich denke... Nee, halt, es muss Dex sein. Wir sind hier, um euch von eurem Besitz zu befreien. Oh, nicht so laut. Auf sie! Ich hab schon gesehen. Ich hab mir schon gedacht. Nee. Nicht in diesem Leben. Nicht mit dieser Bande hier. Also gut, wahrscheinlich ist das Haus der... Das sollten wir doch auch irgendwas machen, ne? Wir müssen uns mal merken, Haus der Kapitäne. Ich schreibe es mal auf Haus der Kapitäne. Und dann Kapitäne in das Boot. Da gehen wir nochmal rein, aber nicht heute. Bei weitem nicht heute. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr echt und ganz und klar vergessen. Wir reißen aus. Mir egal. Schimpft mich feige. Aber schaut euch doch mal an. Schimpft mich einfach feige. Ich hau ab. So, komm. Komm mit. Ja, ja. Ist ja gut. Braucht gar nicht so eine traurige Melodie zu spielen. So. Wir, also Haus der Kapitäne, das ist hier das, was wir brauchen. Wo kommen wir denn eigentlich wieder raus aus diesem Ort? Hier gleich. Okay. Ja, dann. Eine in Lumpen gehüllte Gestalt taucht plötzlich vor euch. Verzeiht, wir sind immer noch knapp bei... Obwohl, jetzt hätten wir einen Dukaten hergeben können. Aber nicht hier in das Boot. Nicht in das Boot. So. Ach so. Nee, aber dann gehe ich doch wieder rein, ne? Wenn ich jetzt auf das Boot nochmal drauf drücke. Na? Okay, ich sehe es an. Ja, wir könnten darüber, aber um ehrlich zu sein. Nicht mit der Truppe hier. Wir gehen zurück nach Warnheim. Werden unsere Ariel verarzten. Und werden schauen. Stiefel werden wir neu brauchen, ne? Ja, wir rasten. So, dann auf Jagd geht Ariel.
auf Kräutersuche geht. 3 Stunden lang. Horglof. Und du gehst trotz deiner Gebrechen und dass es dich friert, mal. Ich glaube, ich hab ganz schöne Erfrierungen. Das stimmt. Wir sollten wirklich zu einem Heiler gehen. Randoriel, hier, schling das um dich. Aber du brauchst doch den Umhang. Och, ein alter Mann, mir geht es gut. Ja, denn... Schlafen wir. Wir könnten natürlich ein paar Tarnelen geben. Ne, wenn 6 Stunden reicht. Ja, ich weiß. Hauptsache niemand ein anders. Ein kleiner Kutter segelt in eurer Richtung. Der Kutter. Ja. Hauptsache niemand anderes erfriert sich. Nee. Nee. Oh, seid ihr doof. Wir hätten länger schlafen müssen. Kurz vor der Start. Na ja, gut, dann können wir ausgiebig auf die Jagd gehen. Immerhin Wasser. Wie viel haben wir denn eigentlich? Wir haben doch einiges an... Schau mal hin. Was die schon wieder weggefuttert haben. Wir haben doch einiges, ne? An Proviant gehabt. Wahnsinn. Nur weil die keine Tiere findet, ne? Es ist echt schlecht. Was, Ariel, du bist... Nee, wer war das mit dem Schuh? Clarissa. Das ist ja böse, oder? So, geh trotzdem mal auf Kräutersuche, Rogloff. Obwohl ich immer noch glaube, dass im Winter... Nee, mach mal. 4 Stunden. Wir können es ja schön schlafen dann noch, oder? Oder 5? 4. Oh! 4 Stunden ist super. Was, hat nicht genug Platz? Was habt ihr denn dann gemacht? Mehr hast du nicht, ne? Dann ist es jetzt wirklich so, dass... Wieso hast du es denn nicht jemand anderen gegeben? Oh, man. Da habe ich jetzt schon mal was gefunden und dann schmeißt es weg. Ah, ich glaube, ich werde nicht wieder. So, dann schnitz mal. Deine Pfeiler. Vielleicht haben wir ja dann... Nee, was ist denn geschnitzt? Eine Flöte? Nee. Nee, du hast schon Pfeile geschnitzt. Ist alles in Ordnung. Ja gut, dann schlafen. Sag mal, Bulwai, hast du noch einen Zwergenschnaps? Ich hab gar nichts. Ohne einen Schnaps. Mitten in der Kälte. Ja, wem sagst du's? Ich glaube, wenn wir zurück in Warnheim sind. Das kannst du wissen. Na dann. Schlaf gut. Du auch, mein Freund. Aha. Na dann. Ja. Nein! Nein! Schön, ne? Warte mal, wo ist denn ob dein Heiler hier? Sag mal, ich sehe keinen Heiler. Hä? Ach doch, hier. Hier ist einer. Ich habe schon jetzt leicht Angst bekommen. Den hätten wir ja beinahe von hier aus gesehen. Ja, das ist doof, ne? Mit den Froschschäden. Jetzt habe ich nun schon gedacht, ich habe
Ich habe super... Ja, das weiß ich. Wir brauchen noch jemanden. Ach, das kostet uns alles, ne? Ihr wisst. Was, wie viel kostet nochmal? Ja, ich gehe ja schon. Aber könnt ihr euch vorstellen, im Original war es sogar so, dass einige Heiler so blöd waren oder einfach so inkompetent, dass die nicht heilen konnten, ne? Könnt ihr euch das vorstellen? So, also, alles wieder fit? Naja, ja. Wir sollten uns in der Taverne erstmal aufwärmen. Ja, finde ich auch gut. Ja, so, gebt uns. Die Taverne ist... Na dann, der Wirt, sechs Bier der hier. Wirt füllt ein paar Krüge. Und Informationen. Der Wirt beachtet euch nicht weiter, sondern wendet sich anderen Gästen an der Theke zu. Gelegentlich wirft er jedoch einen versteckten Blick zu. Ja, dasselbe nochmal. Kurze Zeit später stehen wieder gefüllte... Moment, da kommt ein Mann heran. Und will sich uns vorstellen. Wirt! Bring dein gutes Hausbier für mich und meine Freunde. Aha. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Jürgen Holgersson. Und ich sage euch Folgendes. Wenn es euch dreckig geht, bei Brander Sturmbrutz in Liaster, ja, die kennen wir doch. Okay. Ihr schaut euch ein wenig um. Es hat sich nicht viel getan. Ihr bestellt euch eine kräftige Mahlzeit. Der Hausteller, den euch der Wirt empfiehlt, trieft vor Fett. Und gerade schmeckt gerade als ihr euch fragt, ob euch nicht irgendein auelfischer Witzbold per Visibili Vanibar unsichtbar gezaubert hat, bequemt sich der Wirt doch noch zu euch und fragt mit unglaublicher rhetorischer Eloquenz: Bier? Ja klar. Der Wirt bringt mehrere Krüge. Wir haben uns doch eben schon mal unterhalten. Ihr seht doch, dass ich keine... Nach einer Weile habt ihr die Bierkrüge geleert. Was? Wir warten und fast... Was? Wir warten und betrachten fasziniert ein kopulierendes Rattenbierchen? Der Wirt hat offensichtlich mehr als genug damit zu tun, andere Gäste zu bedienen und seiner Schankmaid auf den Allerwertesten zu klopfen. Er schenkt euch keine besondere Beachtung. Ihr schaut euch ein wenig um. Genau. Ja, das glaube ich auch. Ariel, Rogloff, Clarissa, alle Mann besoffen. Nur die beiden Zecher hier, Bulwei und Grom, ne? Da ist noch alles in Ordnung. Na, Grom. Noch eins, lass uns anstoßen. Oh, das gute Helle. Naja, hab schon Besseres getrunken. Ach, komm, so schlimm ist es nicht. Nein. Sag mal, Krumm. Ja, was ist, Bulwei? Was ich dich fragen wollte... in diesem Gewölbe, als du die ganzen Statuen zerschlagen hast, warum bist du da so ausgerastet, Junge, so kenne ich dich doch gar nicht, ich meine, ich weiß, dass die Zwergen manchmal ein hitziges Gemüt haben, aber so, ich will's dir sagen, beim Barte. Bei Angrosch langem Barte, Karoboschan Hortiman Angroschim. War das wieder zwergisch? Hört sich zwergisch an. Ja, es war zwergisch. Der Namenlose. Er ist dafür verantwortlich, dass meine Sippe ausgestorben ist. Ermordet, ermeuchelt. Von den Geweiden, von seinen Jüngern, aus Fanatismus heraus. Es tut mir leid, Krumm. Ist schon lange her.
Du weißt, ich hab schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber tief drin in meinem Herzen, da höre ich sie. Ich höre sie noch schreien. Tja, ich konnte nicht helfen. Lag irgendwo in einer Ecke, zerschmettert. Das Bein. Ja, ich merke es. Du ziehst es immer noch nach. Ja, das wohl. Kannst du mir noch mehr Zwergisches beibringen? Was willst du denn wissen? Ja, was heißt denn zum Beispiel, Brust? Brust? Auf Zwergisch? Na dann, Brust heißt Baroshem. Baroshem? Baroshem. Baroshem. Na dann, komm, stoßen wir an. Baroshem. Ja, Randariel wird jetzt wahrscheinlicherweise im Suff-Zustand musizieren. Oh, die ist gut drauf. Man merkt's, ne? Man merkt's. So, wir brauchen ein bisschen Geld nach dem ganzen... Wir brauchen dringendst ein bisschen Geld nach den ganzen Ausgaben hier. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Wäre schön, wenn dein Taschendiebstahl auch noch ginge. Das wäre supi. Okay, gehen wir. So, dann verkaufen wir mal unseren Krams, Krimskrums. Wo ist denn hier eigentlich... So, wir müssen nochmal schauen. Ist eigentlich zufälligerweise Markttag? Nicht unbedingt, ne, oder? Wo war denn... Hier war doch allerhand. Ach, hier drüben. Wartet mal, Markttag. Ihrtag. Das ist doch so, das ist doch schon mal gut, ne? Dann ist ja morgen Markttag. Das ist toll. Können wir wieder Steine kaufen. Eventuell, ne? Wenn wir viel Glück haben. Wollen wir mal schauen, was wir überhaupt noch haben. Davon abgesehen. Ich finde die neuen Fahnen eigentlich sehr schön. Sehr gut gelungen. So, wo war es hier genau? Ach, noch der Ränder. Ja, jetzt ist überhaupt die Frage, was verkaufen wir, ne? Total im besoffenen Zustand laufen die hier rum. So, Fironia. Wir verkaufen. Die Frage ist jetzt nur, was? Die ganzen Schwerter haben wir gesagt, das mal, ne? Jawohl, ein Schwert sollten wir... Ne, das mal nicht. Denn das gehört ja Ariel. Und die hat gar nicht so schlecht... Die hat es gar nicht so schlecht gemacht. Was sind das hier? Entermesse, nee, das kommt weg. Das kommt auch weg. Das haben wir gesagt, kommt auch weg. Es ist halt alles nichts wert, ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Ich schleppe das hier sinnfrei mit mir rum, aber eigentlich ist es nichts wert. Ja, nee, das brauchen wir, weil ihr wisst ja, das zerbricht ja alles. Innerhalb von Sekunden. Ja, ich glaube, das war schon wieder, ne? Aber zwei Dukaten sind zwei Dukaten. Und ihr seht, unser Vermögen schrumpft. Ah, das schrumpft so schnell, ne? Das ist zum Verrücktwerden, oder? Ich meine, wir haben immer noch... Naja, gut, einen Dukaten. Toll. Das ist, ja gut, wir würden wahrscheinlich mehr bekommen dann beim... Ja, ein... Nee, ihr wisst, wie schnell. Nee, ich behalte sie. Ich behalte die. Ist mir egal.
Wir müssen mal hier ein paar... Das müssen wir... Oder können wir es irgendwo in eine Kiste lagern? Hm. Wenn wir runtergehen, jetzt wieder theoretisch nach Torwall und gehen in die Kriegerakademie und würden wieder eine Kiste aufmachen, könnten wir das dann lagern, das Zeug da? Zum Beispiel die Nachricht. Ach nee, die Nachricht nicht. Die brauchen wir. Aber die Mitgliederliste da, die braucht doch kein Mensch, oder? Oder brauchen wir die nochmal irgendwann? Das ist so schwierig zu sagen. Vergilbtes Pergament. Mit Tinte und Feder. Hier ist ein vergilbtes, ne? Nee, ein altes, beschriebenes. Aha. Ach, das konnten wir nicht lesen, ne? Hatten wir nicht das Lesentalent von Clarissa erhöht? Na gut, wir verkaufen erstmal. Hoffen, dass Dex trotz seines besoffenen Zustandes was rausholt. Natürlich nicht. Ja, ist klar. Ja, das freut dich, ne? Das freut dich, mit uns Geschäfte zu machen. Das ist mir schon klar. Wie viel kosten das? 7 Heller, um Gottes Willen. Niemals. Nie! So, hier war doch noch irgendwo ein Gemischtwaren. Hier. So, Olgarda. Wir hätten auch noch anderes Zeugs. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir die ganzen... Nein, das hier weg. Das hier weg. Hier haben wir ja... da müssen wir ein bisschen Platz schaffen. Ja, das... Ja... Achso, wir... Ja, das machen wir dann. Schaufel brau... Oder haben wir zwei Schaufeln jetzt? Nee, ne? Schaufel brauchen wir. Achso, ich wollte... Wartet mal, nee. Dex. Halt, Dex. Das hier wirst du mal weg. Das ist dann... Achso, naja, gut. Weil das ist ja ein Bug, ne? Ich mag keine Bugs, die mir einen Vorteil verschaffen. Das mag ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Das hasse ich. Bugs, die mir Vorteile verschaffen, hasse ich. So, das ist wie Cheaten. Ja, nee. Hier. Das müssten wir hier Grom wieder... Nee, das können wir ihm nicht geben, ne? Ja, das... Aber wir können die Hacker auf alle Fälle nicht... Ach, hier ist noch was. Können eben... Haben wir... Wartet mal, so ein... Nee. Nee, ein Brecheisen haben wir auch nicht. Dann ist alles in Ordnung. Was haben wir hier noch? Okay. Ach so, wir wollten mal schauen. Was haben wir jetzt hier? Nachricht des Hetmans. Nee, das behalten wir noch. Noch. Was haben wir noch? Ja, die Lobpreisung. Mitgliederliste. Ja, ich weiß nicht, ob man da was... Vor allen Dingen, was man da drauf schreiben kann. Ne? Na gut, dann... Ach, wir plündern dich aus. Natürlich plündern wir dich nicht aus. Du plünderst uns aus. So rum wird ein Schuh draus. So, ja. Jeder hat eigentlich genug. Also die zwei. Wollen wir denen noch zwei Proviant trotzdem geben? Ich fände's, um ehrlich zu sein, gar nicht so schlecht. Fellumhang. Das wäre natürlich auch was Schönes, ne? So ein richtig schöner Fellumhang. Ideal für den kalten Wind. Ach, ein Schnaps. Für ein Silberstück. Aber da halten sich selbst Bulwei und Grom zurück, weil sie wissen, dass wir in ständiger, ich sag's mal, in ständiger Geldnot sind. Wir haben wirklich nur Geldnot, ne? Das finde ich
Vor allem, wenn wir wenigstens einen tragbaren Grill dabei hätten, dann ist bestimmt nicht schlecht, so ein tragbarer Grill. Du willst auch mit uns keine Geschäfte machen, so richtig. Ne? Vielleicht sollten wir gleich bei 20% anfangen. Wer war es denn eigentlich? Du? Der da so futtert. Haha. Na gut. So, raus mit euch. So, jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt. Warte mal, wenn wir schon mal aufgeräumt haben. Der hat so viel hier. Die Lakritze könnte mal essen. Nee, der hat keinen Hunger. Wir haben ja gerade gefuttert, ne, in der... Okay. Das sieht... Machen wir trotzdem mal, ne? Damit die nicht... Damit die genug Pfeile hat. Oh, das ist super. Die hat ihre Last mal wirklich. Ja. Als Ersatzwaffe gerne. Und ja, das musst du leider... Ja, wenn wir dann unsere Lampen weg haben, dann denke ich, wird es auch besser. Ja, ist in Ordnung. Und du hast die zwei, dann ist es so, ne? Warte mal, Rockloff. Ich gebe dir mal die Pfanne. Das ist in Ordnung. Ja, jetzt kannst du ja nicht so weit. Ja, aber... Damit der Kräuter reinbekommt, wisst ihr? Dann lieber den so. Und die ein bisschen anders. Genau. So machen wir das. Und die ein bisschen vollladen. So. Wir gehen in die nächste Herberge. Die da wäre. Wo? Gleich hier drüben. Da gehen wir rein. Ja, wir müssten eigentlich hier die ganzen Herbergen durchklappern und schauen, was die verlangen. Für ihre Schlafsäle. Bescheidene Hütte hört sich gut an. War das nicht so? Wartet mal. Ich geh nochmal raus. War das nicht so, dass hier... Oder war das in Liastal? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Dass hier vorne die Betten eigentlich ganz gut waren. So ganz hier vorne. Ne, hier war der Heiler. Hier! Ich glaube, das ist hier das beste Gasthaus am... Warte, da gehen wir hin. Das ist hier, glaube ich, das beste Gasthaus. Halt, nee, hier nicht. Warte. Nee, hier. Perfekt. Hier müssen wir hin. Ich glaube, das Gasthaus hier ist supi. So, zu Ronny. Hi, Ronny, mit deinem einen Auge. Wir brauchen ein Bett. Super, du bist da. Du bist echt. Du bist traumhaft. Dann nehmen wir uns sogar mal eine Suite. Sei es drum. Dann nehmen wir uns sogar mal eine Suite, gehen aufs Zimmer. Unser Bulwer schärft noch seine Klinge. Sehr schön gemacht. Wenig Kratzer. Super. Gewöhnlich. Wie sieht es mit deiner Klinge aus? Gewöhnlich. Und mit deiner Klinge? Hervorragend. Na dann. Bin ich zufrieden. Dann sage ich für heute erstmal Ciao.